Hallo, Herr Seekreuter, und willkommen zum Ausblick hier gleich mit dem ersten Thema. Und das erste Thema ist das NTC, Naval Training Center genannt. Das wurde jetzt gleich umbenannt, nämlich in Forschungsbüro. Und ich möchte euch jetzt einmal so ein bisschen durch das Spiel hier mitnehmen. Ich bin hier auf dem Testserver unterwegs, da kann man diese Sache nämlich schon einsehen. Und ich habe sie schon so ein bisschen getestet und will euch einfach mal meine Eindrücke so ein bisschen schildern. Wie soll das ganze Ding funktionieren? Ihr habt mindestens 2 T10-Schiffe in euren Forschungsbäumen schon freigeschaltet. Dann seid ihr befähigt und könnt selber in die Forschungsbäume gehen und gewisse Bäume resetten. Denn unter jedem Baum erscheint jetzt hier dieses Symbol. Ihr seht auch, dass das hier ganz in einer ganz anderen Optik aufgemacht ist. Wir haben jetzt hier immer so eine Flagge von den verschiedenen Nationen an der Seite und so. Also ein bisschen mehr Atmosphäre kommt schon auf. Und ja, was passiert jetzt hier eigentlich genau? Wenn ihr sagt, ihr möchtet einen Baum resetten, dann wird der komplette Baum zurückgesetzt, nämlich auf T1. Das machen wir jetzt hier gerade einmal. Hier seht ihr, wie viel Credits ihr bekommt. Hier seht ihr, wie viel Points ihr bekommt, Forschungspunkte ihr bekommt, wenn ihr die Schiffe wieder freischaltet. Und das machen wir jetzt einfach. Zack, reset your branch. Und sagen ja. Und zack, dann bekomme ich das ganze Geld wieder gutgeschrieben. Und sofort ist alles grau und wir sind wieder bei T1 angekommen. Sofort bekommen die Schiffe hier diese gelben Zeichen. Research Points, das ist sowas wie die Schneeflocke. Könnt ihr runterfahren für jeden Sieg bei dem Schiff. Bekommt ihr dann halt diese 60 Token, hier auch 60, 70 Token sogar, hier sind es dann 80, da 90 und da 150. Die Werte sind hier nur Testserver-Werte, auf dem Live-Server wird es anders sein, da bekommt das T6, T7-Schiff jeweils 500, das T8, T9-Schiff 1500 und das T10-Schiff dann 6000. Alles, was ihr an Verbesserungen in den Schiffen eingebaut habt, geht rüber ins Inventar. Der Kapitän, der geht, oder die Kapitäne, die ihr auf den ganzen Schiffen hier verteilt habt, die gehen rüber in die Reserve, behalten ihre Skillpunkte und ihre Fähigkeiten und die ganzen Forschungspunkte, die ihr auf den Schiffen hattet, wird alles auf das T1-Schiff transferiert und gutgeschrieben. Also ich habe mit der Helmelin keine 1.100.000 XP zusammengefahren, sondern ja, das sind eben die ganzen XP-Punkte, die von den Schiffen auf das T1-Schiff transferiert werden. Die gehen also nicht verloren. Wie geht man dann vor? Ihr fangt an und ich habe es hier auf dem Testserver so gemacht, weil ich so viel Free XP habe. Ich klicke mich einfach durch die Schiffe durch, bis ich bei T6 angekommen bin. Ja, kauf die Schiffe nicht mal, gebe die Credits nicht mal aus, sondern ich nehme einfach nur die Free XP, zack, zack, zack. Bin dann bei T5, schalte dann das T6-Schiff frei und wenn ich das T6-Schiff habe, dann fahre ich damit ein einziges Koop-Gefecht, gewinne dieses, ja, sehr wahrscheinlich, auf dem Live-Server sogar noch einfacher als auf dem Testserver, weil hier so viele Bots unterwegs sind und hab dann den ersten Token, kann dann mit den nächsten Free XP investieren, springe zu T7 und so weiter und so fort. Und das ist für mich auch diese erste Sache, woran dieses System krankt, so ein bisschen noch, ja, weil Wargaming hat eigentlich gesagt, sie möchten die unteren Tierstufen damit bevölkern, mit Spielern wieder, dass Nassau, dass Kaiser, dass König wieder mehr genutzt wird und eine Bayern und eine Gneisenau und nicht einfach links liegen gelassen wird, weil alle nur noch T9, T10 fahren. Das wollten sie eigentlich machen, aber sie fangen an und wollen diese Forschungspunkte hier erst ab T6 Schiffen vergeben. Warum nicht schon ab T3? Und da könnte man locker sagen, da gibt es 50, da gibt es 60, da gibt es 70 und das wird eben vom T10 Schiff dann ein bisschen abgezogen, hat verdient man mit dem T10-Schiff einen Ticken weniger. Dafür ist es auf den ganzen Baum verteilt. Ist meiner Meinung nach der richtigere Anreiz, damit man mindestens ein Gefecht mit T3, T4, T5 fährt und es nicht einfach so komplett überspringt. Der nächste Ding ist eben, man kann Free XP benutzen und das ist eben diese Sache. Wargaming hat vor einiger Zeit mal gesagt, da zu viel Free XP im Game verfügbar sind und ich glaube, dass das auch gleichzeitig noch ein Ansatz hier sein soll, Free XP aus dem Spiel zu entfernen, also nicht komplett zu entfernen, sondern etwas abzuschöpfen von den Spielern, dass sie eben nicht 5, 6, 7, 8 Millionen Free XP im Spiel gesammelt haben. Ja, es gibt so eine Spieler. Und das ist Wargaming einfach zu viel. Kann ich sogar ansatzweise nachvollziehen. Aber dann können sie das ja vielleicht auch ein bisschen besser, cleverer kommunizieren, finde ich. Ich finde, jetzt ist es so ein bisschen, in Anführungsstrichen, hat man das Gefühl versteckt, dass sie ja diese Sache machen. Wie gesagt, das ist so meine Sicht der Dinge. Ihr müsst euch einfach nur durch Koop durcharbeiten. Und das ist auch wieder der Punkt. Meiner Meinung nach sollte das nicht in Koop-Gefechten möglich sein, sondern nur in Zufallsgefechten. Das bringt ja sonst gar nichts der breiten Spielermasse, die nur mal Zufallsgefechte fahren, dass ihr hier den Baum reset habt, wenn ich danach alles in Koop wieder hochfahren kann. Also ist auch der nächste Punkt, den man damit mal so reinnehmen soll. Wenn ihr auf dem Live-Server diese ganzen Sachen resettet habt, dann könnt ihr mit einem
Baumreset 10.000 Punkte holen. Nicole Bär, die dann zum Beispiel als Belohnung auf dem Live-Server verfügbar sein soll, wird 57.000 solcher Forschungspunkte kosten. Heißt also, ihr müsst 5-6 Mal resetten. Jetzt bekommt ihr natürlich einen Bonus, nämlich wenn ihr 2 T10-Schiffe auf dem Server habt, bekommt ihr einmalig 10.000 Forschungspunkte quasi geschenkt. Ja. Und es gibt dann noch einen Bonus, wenn ihr in der Saison, jetzt wird es dann so Saisonphasen geben, die jeweils 3 Monate dauern, wo ihr dann bestimmte Forschungsbäume resetten könnt und die geben dann einen Bonus, also dass ihr doppelte Punkte bekommt, ne? Also nicht 10.000, sondern 20.000 Punkte könnt ihr dann in Summe zum Beispiel bekommen. Das wird es halt auch geben als Anreiz, möglicherweise einen bestimmten Baum, eine bestimmte Nation zu resetten. Solltet ihr bei irgendeinem Baum erst bei T8 oder T7 eingestiegen sein, bekommt ihr für das T6-Schiff nicht diese gelben Token angezeigt. Denn ihr müsst erstmal das Schiff normal erforscht und gefahren sein, bevor ihr dann eben den Boni für dieses Schiff für ein weiteres Mal erforschen gutgeschrieben bekommt. Weil das geht nur auf den Schiffen, die ein zweites Mal erforschen. Auch so ein Punkt, den man mal im Hinterkopf behalten sollte. Und wenn ihr dann genug Token zusammen habt, dann könnt ihr, wir machen es hier einfach mal ganz schnell, in die Waffenkammer gehen. Und in der Waffenkammer gibt es dann einen neuen Reiter, nämlich Forschungsbüro. Hier auf dem Testserver ist das alles noch ein bisschen anders. Hier sind noch nicht die Schiffe drin, die ja später dann auf dem Live-Server verfügbar sind. Hier sind es jetzt italienische Kreuzer, die man damit freispielen kann. Ich habe hier 2300 Forschungspunkte gesammelt. Ab 3000 kann ich mir den italienischen Kreuzer nur auf dem Testserver für diese Testphase arrangieren und organisieren und die dann einfach mal ausprobieren, inklusive der neuen Mechanik. Auf dem Live-Server wird es ja dann Ohio oder Colbert sein, je nachdem, wie dann wirklich die Währungen sind. Ob die Colbert wirklich für 57.000 Punkte kommt oder für mehr oder für weniger und wie viel die Ohio kosten wird, alles Genaue weiß man eben nicht so richtig. Jetzt, ja, ist es an euch. Habt ihr Bock auf diese neue Mechanik, da 4 oder 5 Mal die Bäume zu resetten, um dann hier diese Punkte zu sammeln? Oder sagt ihr, boah, weiß ich nicht, mache ich nicht so? Also bei mir ist der Funke echt noch nicht übergesprungen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo ich echt sage, boah, ich habe echt Bock, 5 Mal den deutschen Baum hochzufahren. Man kann natürlich auch einmal den Baum der Deutschen, einmal den Baum der Franzosen, der Briten, der Russen und so weiter fahren. Kann man alles machen? Ich weiß nicht. Also für mich ist da irgendwie immer noch nicht dieser Funken übergesprungen, wo ich sage, ja, jetzt ist es rund oder so. Ich habe euch ja gesagt, was meine Meinung ist. Ich würde mich über eure Meinung unten in den Kommentaren freuen und dann, ja, können wir darüber sehr gerne diskutieren. Bevor wir jetzt zum nächsten Thema springen, hier sind wir nochmal im Hafen, seht ihr ja, hier unten rechts kann man dann auch diese Schneeflocken oder Forschungspunkte-Symbol sehen. Das wollte ich jetzt noch einmal erwähnt haben. So, und dann geht's weiter mit dem nächsten Thema. Und da geht's um Buffs und Nerfs. Wir haben wieder diverse Schiffe, die Wargaming verändern möchte. Und das erste Schiff steht hier schon im Hafen, das ist die Firon. Und da wird die Normalisierung verändert. Das ist natürlich so ein Begriff, da kommt man nicht alle Tage drauf. Normalisierung ist am Ende der Winkel, in dem die AP-Granate durch die Panzerung durchgeht. Umso spitzer der Winkel, desto mehr Weg muss in der Panzerung zurückgelegt werden, um diese zu durchdringen. Und umso besser der Normalisierungswinkel ist, also umso größer der Winkel ist, desto kürzer wird der Weg, den die Granate quasi zurücklegt. Entweder man geht halt so durch oder man muss eben nur so durchgehen. Jetzt mal übertrieben ausgedrückt. Und das sind halt nur, das macht halt ein paar Millimeter aus. Und die Firon wird in Zukunft eben den Winkel von 10 Grad haben, statt wie früher 8,5 Grad. Das war nämlich ein Fehler im Spiel, denn eigentlich haben Geschütze bis einschließlich 139 mm und die haben wir hier auf der Firon immer 10 Grad Normalisierungswinkel. Bei der Kleber gibt es auch eine Veränderung und die betrifft die Anti-Air. Ja, da wird nochmal ein Geschützturm mit 2x57 mm Flugabwehrgeschütz hinzugefügt. Wo genau, wissen wir nicht, weil das ist in diesem Modell hier, glaube ich, noch nicht aktualisiert. Zumindest nicht, dass ich es wüsste. Darum kann ich es euch jetzt gerade nicht sagen. Aber hier kommt noch ein Turm Anti-Air dazu. Das heißt, die Flugabwehr wird sich bei der Kleber voraussichtlich verbessern, wenn es nicht nur kosmetische Sachen sind. Und dann wird mal wieder an der Slava rumgebastelt. Die hatten wir ja schon lange nicht mehr in Buffs and Nerfs drinne. Und das Schiff soll ja so tatsächlich wirklich mal kommen, irgendwann. Also das wurde jetzt ja gerade erst im Livestream letzte Woche Donnerstag bestätigt, dass die Slava definitiv noch kommen wird und weitestgehend fertig ist. Sie wissen nur noch nicht wann.
Das wird jetzt hier noch verändert wird, ist die Nachladezeit der Hauptgeschütze, nämlich von 30 Sekunden, wie sie hier noch angegeben ist, auf 32 Sekunden hoch. Das heißt, die Genauigkeit der Slava wird erhalten bleiben, nur die Ladezeit wird eben einen Ticken länger werden. Und ja, damit wollen sie sich halt die Haupteigenschaften erhalten. Und ja, am Ende soll man halt einfach nicht mehr so häufig schießen können. Mal gucken, ob sich das dann auswirkt und ob das dann auch wirklich den Effekt bringt, den Wargaming sich davon erhofft. Und dann kommen wir zu Siegfried. Ein Thema, was ja in der Community von uns ja wirklich stark diskutiert wird, gerade in der deutschen Community. Die Siegfried ist ja der neue Premium-Dampfer, der jetzt gerade für Deutschland entwickelt wird. Und da gibt es jetzt eine Veränderung. In dem Sinne kann man sagen, einen Buff. Ja, wir kriegen mehr Sekundärreichweite auf dem Kreuzer. Hintergrund ist einfach, dass durch die geringe Anzahl der Geschütze und der relativ langen Nachladezeit das Schiff sich nicht vernünftig gegen Zerstörer wehren konnte. Gerade weil der Schaden zwar sehr effektiv auf Schlachtschiffen und anderen Kreuzern ist mit den 380 mm, aber auf Zerstörern ja sowieso nur durch die 10% relativ gering und dann hat man wenig Mumpeln etc. pp. Und Wargaming möchte eben mit dem Sekundär-Pimp, ja, also mit dem Buff, ermöglichen, dass dieses Schiff sich auch sinnvoll gegen Zerstörer wehren kann. Ja, ob das jetzt wirklich damit Erfolg gekrönt ist, mag ich jetzt mal bezweifeln. Wir haben hier eine Feuerreichweite von 5 km angegeben. In Zukunft wird die Basisreichweite 7,6 km sein. Die Nachladezeit wird auch gebufft, nämlich von 4 Sekunden runter auf 3,6 Sekunden. Wir haben 128 mm Kanonen. Das heißt, wir durchschlagen 31 mm Panzerung. Das ist natürlich ein ganz ordentlicher Wert, auch gerade gegen andere Kreuzer dann zum Beispiel. Und mit einem IFAE-Skill dann sowieso noch weiter. Aber wer wird die Siegfried denn sekundär skillen? Bei dem Panzerungsmodell und der Kampftaktik, die man mit der Siegfried an den Tag legen muss, ist es doch nicht unbedingt so, dass man mit dem Schiff jederzeit in eine Sekundärreichweite reinfährt. Und das nächste ist, wenn ein Zerstörer dich torpedieren möchte, dann hast du eben diese Problematik, dass der in der Regel nicht aufgeht, wenn er es clever macht. Und dann nützt dir auch die Sekundärbewaffnung nicht so viel, auch wenn sie jetzt über 11 Kilometer Reichweite erreichen kann. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin sehr gespannt, was ihr dazu haltet, ob ein Sekundär-Buff auf einem Kreuzer, auch wenn es ein großer Kreuzer ist oder schwerer Kreuzer, superschwerer Kreuzer, ob der da was bringt oder nicht. Dazu kommt natürlich noch, dass diese Sache ergänzt wird durch eine Hydroakustik, die dann 6 Kilometer Reichweite hat. Und das mit einer Entdeckungsreichweite für Torpedos und für Schiffe. Das ist also auch was Besonderes, so wie ich das verstehe, weil sonst war es immer unterschiedlich zwischen Schiffen und Torpedos. Schauen wir mal, wie das dann weitergeht in der lustigen Work-in-Progress-Serie hier mit Buffs und Nerfs. Das nächste Schiff ist die Kolbeer und auch die wird verändert werden. Und zwar, eher genervt anstatt gebufft. Und zwar wird die Brandwahrscheinlichkeit der E-Granaten von 9 auf 7% gesenkt. Die Nachladezeit der Hauptbatterie wird von 3 auf 3,5 Sekunden erhöht. Die Reichweite der Hauptbatterie von 15,5 Kilometer auf 13,8 Kilometer gesenkt. Dafür bekommt man mehr Schaden bei der HE- und AP-Granate. Bei HE von 1850 auf 2100, bei AP von 2450 auf 2600. Außerdem wurde ja in der letzten Version die verbesserte Beschleunigung bei diesem Dampfer hinzugefügt, also ähnlich der britischen Kreuzer. Und die wird jetzt hier wieder entfernt, weil es dann doch zu heftig war und es noch schwerer machte, dieses Schiff sinnvoll oder vernünftig zu bekämpfen. Prinzipiell will man mit diesen Änderungen wieder dazu, die Kapitäne dazu zwingen, die Module und Verbesserungen und auch die Kapitänskills besser zu wählen. Weil es halt hier, also die vorherigen Möglichkeiten einfach so krass waren, dass man teilweise gar nicht mehr die Reichweiten verlängern musste, um damit sinnvoll zu spielen, sondern einfach das Ding auf Tarnung gespielt oder so eine Sache. 15,5 war einfach zu weit und in Zukunft kann man jetzt eben erweiterte Schießausbildung, so eine Sachen eben nutzen, um dann die Reichweite zu erhöhen und nicht noch weiter zu erhöhen, also dass man dann schon auf 18 oder 20 Kilometer nachher kommt, sondern dann eben auf 15 oder 16 Kilometer. So müssen einfach mehr Skills, also Verbesserungen oder Kapitänskills genutzt werden, um das Schiff effizienter zu nutzen und vorher war das halt viel einfacher möglich. Jetzt würde ich mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat.
Wenn ihr es noch nicht abonniert haben solltet, freue ich mich sehr über ein Abo und die Social Media Geschichten. Die kennt ihr alle schon. Oben in der gelben Leiste sind die ganzen Adressen, wo wir verfügbar sind. Und unten in der Videobeschreibung findet ihr die Links dazu. Ich sage jetzt vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Video hier auf dem Siegkrauts-Kanal. Haut rein, euer Siegkrauts-Team, euer Andi. Ciao, ciao.